Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um dieses Paket. Und zwar habe ich das von meiner IBF bekommen. Ihr findet ihren Kanal direkt mal hier verlinkt. Sie hat nämlich auch mein Paket ausgepackt in ihrem Video. Das findet ihr dann auch noch in der Infobox und so verlinkt. Und ich werde jetzt mal dieses Paket hier von ihr auspacken. Ich habe das hier schon mal aufgemacht. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was drin sein wird. Wenn ich hier den Deckel abnehme, ist hier erstmal so weißes Papierchen, was sie da drüber gemacht hat. Und dann sehe ich auch schon den Brief. Den werde ich jetzt erstmal lesen und euch zeigen. Ich glaube, das Washi-Tape habe ich ihr mal geschenkt. Oder ich habe zumindest dasselbe. Happy Birthday? Was? Ich habe nicht Geburtstag. Achso. Okay, Scherz. Ja, das ist hier erstmal der Brief. Ich lese mal kurz vor. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten und hoffe, du kannst mit meinen Sachen was anfangen. PS, kannst du mich bitte grüßen, heiße Emmy. Ja, ganz liebe Grüße gehen an dich raus, Emmy. Und ja, es sind 10 Sachen drin. Und sie hat hier so coole Aufkleber mit drauf gemacht. Oha, ich glaube, die sind nicht holo. Ich dachte nur gerade, weil es so gespielt hat. Ja, also erste Sachen. Hoffentlich hast du es noch nicht. Na, mal sehen. Es ist so verpackt wie so ein Lip Balm oder sowas in der Art. Muss ich erstmal aufbekommen. Aber ich habe mir extra eine Schere mitgenommen, damit ich das wirklich dann auch aufbekomme. Ja, es ist von Essence, der Glossy Kiss Lip Balm. Berry Kiss. Oha, der ist so mit Glitzer. Mega cool. Nein, den habe ich tatsächlich noch nicht. Aber es kann gut bei mir sein, wenn man mir was von Essence kauft. Ja. Genau, also so sieht er aus. Ich kann mal so ein bisschen was rausmachen, dass ihr das erkennen könnt. Ja, ist auf jeden Fall cool. Das ist das zweite Geschenk. Und da ist es noch ein bisschen länger, der Satz. Danke, dass du dich nie über meine Einpackkünste beschwerst. Kannst du erraten, was hier drin ist? Ja, also sie sagt immer, sie kann nicht einpacken, aber ich kann es jetzt auch nicht so gut. Ich habe es, glaube ich, erraten. Diese Zuckerstangen da, diese rot-weißen, das hat voll die Form wie sowas. Ja. Das ist sowas. Und es ist leider gebrochen. Mehrmals gleich. Aber ja, das ist wahrscheinlich nicht ihre Schuld, sondern vom Postboten. Ja, aber auf jeden Fall cool. Ich habe nämlich auch eine verschenkt. Bei 3 steht Standardgeschenk halt. Ich denke, es ist so eine Badebombe oder so. Weil das ist wirklich das standardmäßigste Geschenk, was es gibt. Wo sind die 3? Hä, was ist überhaupt das? Ach, die 4. Steht ganz klein drauf. Hä? Ah. Bin ich dumm, das Größte und ich übersehe es. Ja, okay, ich denke nicht, dass es eine Badebombe ist. Ich denke, dass es so ein Shampoo oder sowas ist. Ja, von Balea. Ich hatte noch nie ein Shampoo von Balea. Volumen-Shampoo. Mit Maracuja-Duft. Volumen-Boost-Effekt. Ohne Silikone. Für dünnes und feines Haar. Das passt auf jeden Fall zu mir. Weil ich habe sehr, sehr dünne Haare. Und ja. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Riecht halt echt nach Maracuja. Ein bisschen Sommer im Winter. Vielleicht erklärst du mir ja irgendwann mal Skippo. Bis dahin das hier in Reisegröße. Hä, ist das ein Skippo in Reisegröße? Oder nicht? Übrigens hast du Skippo falsch geschrieben. Ich weiß zwar gerade auch nicht... Warte, wo steht's denn? Da. Ich weiß zwar gerade auch nicht, wie man es richtig schreibt, aber ich glaube, so nicht. Mit B auf jeden Fall. Okay, keine Ahnung. Aber irgendein Spiel wahrscheinlich in Reisegröße. Uno. Oha, ich habe noch nie so ein kleines Uno gesehen. Habt ihr schon mal so ein kleines Uno gesehen? Aber das ist auf jeden Fall mega cool. Und das fünfte ist, ich habe absolut keine Ahnung, warum ich das gekauft habe. Okay. Das hat eine sehr komische Form auf jeden Fall. Vielleicht irgendwie so eine Statue oder sowas in der Art. Oha. Nein, ich habe nicht wirklich jedes erraten, aber so ungefähr. Aber das ist schon cool. Vor allem, sie ist ja auch halb Koreanerin. Und
Okay, kommt die Katze nicht aus China? Okay, ich weiß es echt nicht. Arbeitet auf jeden Fall mit so Sonnenenergie. Aber letztens habe ich mir halt wirklich gedacht, ob ich mir mal so eine Katze so kaufe. So eine Winkelkatze heißt es ja, glaube ich. Und jetzt habe ich halt einfach eine, ich weiß nicht wofür, aber ich freue mich irgendwie darüber. Ist für die Haare. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil schaut meine Haare an. Was ist das? Ja, ich denke mal, das ist irgendwie so ein Haarspray. Keine Ahnung, irgendwie sind mittlerweile auch Haarparfüms in sozusagen. Ich habe ihr auch ein Haarparfüm geschenkt. Und ja, aber hier sieht man tatsächlich schon ein bisschen was. Schlecht eingepackt auf jeden Fall. Aber ja, ich denke, es ist so ein Haarspray, Pflegespray-Dings da. Haarspray-Volumeneffekt. Hä? Aber ist das nicht das... Hä, das passt auf jeden Fall voll zusammen mit dem Shampoo. Ich glaube, das ist halt auch aus der gleichen Edition sozusagen. Das siebte ist für die Badewanne. Ja, also das ist auf jeden Fall dieses kleine. Und ich denke, es ist irgendwas zum Baden. Ich denke, es ist halt so eine Badebombe, ein Mini oder sowas in der Art. Okay, jetzt brauche ich wirklich mal meine Schere. Die Frage ist, wo ist meine Schere? Oha, ich kenne diese Teile, ich habe es aber noch nie benutzt. Gott, wie bekomme ich das auf? Das sind solche Teile. Die sehen mega cool aus. Und irgendwie, die muss man so kaputt machen und dann kommt da dieses Badegel, was auch immer, wie man es nennen möchte, raus. Und ja, das ist irgendwie mega cool. Ich möchte im Winter wirklich mal baden gehen. Ich gehe nie baden, ich dusche immer. Und da packe ich dann alle möglichen Sachen rein zum Baden. Und okay, nein, das wird dann nur schlimm enden. Aber das ist auf jeden Fall cool. Die achte Sache ist, ich denke irgendwie immer, dass das zu dir passt, falls du wieder was Produktives machen willst. Das ist das hier. Könnte irgendwie so ein Kalender sein. Okay, produktiv. Vielleicht irgendwie was zum Basteln. Ist auf jeden Fall irgendwie eine Art Kartenspiel, denke ich. Was steht denn da? Denkspiele für schlaue Köpfe. Okay. 52 Denkspiele für schlaue Köpfe. Das letzte Mal, als wir ein Tauschpaket gemacht haben, hat sie mir, ich glaube, 56 DIYs so geschenkt, auch in Karten so. Das war auf jeden Fall mega cool. Die neunte Sache ist sehr dünn. Und das heißt, schick mir ein Foto, wenn du es ausprobierst. Also entweder sie schreibt jetzt auf Fränkisch, aber eigentlich kann sie kein Fränkisch. Aber okay, keine Ahnung, irgendwie Nailstickers oder so. Das ist halt auch so voll Standard, was man immer schenken kann. Ich bin so gut im Geschenke erraten. Hä, die leuchten in der Nacht. Das ist cool. Die zehnte und letzte Sache. Thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel.